Ja, Wirkungsgrad, mal ganz kurz erklärt. Also, Wirkungsgrad heißt, wie gut wirkt etwas. Und zwar, ich habe einen gewissen Aufwand und ich erziele nur einen gewissen Nutzen. Das drückt sich im Wirkungsgrad aus. Der Aufwand, den ich in einen Prozess stecke oder in ein Gerät, eine Maschine oder was auch immer, der wird also nie komplett als Nutzen wieder herauskommen. Nicht mal zu genau 100%, also es bleibt immer irgendein Verlust. Bloß mal am Beispiel eines Transformators, also so ein kleines Netzgerät, was man zum Beispiel zum Aufladen eines Handys nimmt. Rechnen wir mal ganz konkret mit folgenden Zahlen hier. Nehmen wir mal an, ich mache es mal rund 200 Volt Netzspannung, sind 230, und es gehen 5 Ampere rein. Und ich brauche so einen Trafo, einen Schweißtrafo zum Schweißen mit hohen Stromstärken, 40 Ampere oder was auch immer. Kann man die Leistung, die man hineingesteckt hat, die zugeführte Leistung, P zu sagt man dazu, auch so ausrechnen? 200 Volt mal 5 Ampere, das macht also 1000 Voltampere oder Watt. So, wenn ich jetzt hinten dran messe, auf der Sekundärseite sagt man auch, auf der anderen Seite messe und sage, okay, die 20 Volt habe ich und ich habe 40 Ampere und rechne das aus, dann sind das nur 800 Watt. So, der Wirkungsgrad wird ausgerechnet, indem ich sage, Eta, nennt sich dieses komische N mit diesem Haken unten dran, ist P. P wie Power, die Leistung. Abgeführt, also was rauskommt, zur zugeführten Leistung. Das einfach durcheinander dividiert. Machen wir das hier konkret. P ab sind 800 Watt. Und P zu, immer schön die Einheiten mitschreiben, waren 1000 Watt. Die Einheiten kürzen sich raus. Eta wird also grundsätzlich nur als Zahl angegeben. Die Nullen kann ich wegstreichen hier, diese. Und 8 Zehntel, wissen wir aus Mathe, ist 0,8. Oder man kann auch sagen, das ist eine andere Variante anzugeben. Eta ist 80%. Einfach nochmal in den anderen Videos nachgucken. Also das beides ist richtig. So kann man das sagen. Ja, aber was passiert mit den restlichen 20%, die als Verlust weg sind? Das ist zum Beispiel bei einem Transformator, bei so einem Netzgerät. Selbst bei den kleinen Netzgeräten merkt man das, die werden warm. Also wird die zugeführte, die aufgewendete Energie auch in Wärmeenergie umgewandelt. Das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollten, aber leider ist es so. Noch ein Beispiel zu leider. Das kann man übrigens mit allen möglichen anderen Energieeinheiten auch rechnen. Ich habe dazu ganz konkrete Beispiele noch und das ist dann ein längeres Video. Nehmen wir mal an, ihr fahrt Fahrrad und ihr habt eine gewisse Tretenergie hineingesteckt. Diese meine ich jetzt hier an Kurbel und Pedale und ihr tretet wie Deibel. Ja, und sobald ihr aufhört, merkt ihr ja, der Effekt ist nicht ganz so groß. Vor allem nicht, wenn ich den Luftwiderstand und den Rollwiderstand überwinden muss. Man merkt also anhand dessen, dass man, sobald man mit dem Treten aufhört, auch wieder langsamer wird, dass die Energie, die kinetische Energie, die Bewegungsenergie der Person und des Fahrrades wirklich davon wieder praktisch wie vernichtet wird, das sagt man eigentlich nicht so, aber kann man hier ruhig mal sagen, vernichtet wird, dass der Gegenwind uns wieder langsamer werden lässt und der Rollwiderstand auch. Das merkt man am besten, wenn man mit platten Reifen fährt oder mit halbplatten Reifen, dann tritt sich's schwerer für einen gewissen Effekt. So, das muss dafür genügen. Leute, guckt euch das andere Video an, das ist wesentlich ausführlicher erklärt und da haben wir auch noch verschiedene Berechnungsmethoden und so weiter und so fort und das alles bezogen auf den Wirkungsgrad und das mit verschiedensten Energieformen und mit verschiedensten Verlusten, Rollwiderstand, Wärme, Strahlungsenergie und so weiter und so fort. Ich mache das Video an der Stelle dicht und wünsche viel Vergnügen beim Lernen, denn es gibt nichts Schöneres, als wenn man schlau ist.